Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, Leo ist am Napfen inzwischen. Ich finde es so toll, dass man durch diese Kameralinse Leo auch so sieht. Ich finde es total cute. Ja, ich wollte mit euch mal über etwas reden, was mir zurzeit extremst auffällt. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro noch anders wieder stellen. So, jetzt. Folgendes. Ich muss sagen, ich finde es komisch, wie man mit Krankheiten umgeht zum Teil. Also, wenn jemand Krebs hat, und das dann erzählt, das ist furchtbar und überhaupt und ja. Wenn jemand irgendwelchen Burnout hat, oh ja, und ja, du hast dich so abgerackert und so weiter. Aber ich war jetzt noch ganz seltenst, und das ist wirklich so ganz, ganz seltenst, irgendwo, wo jemand erzählt hat, ja, also ich habe Hämorrhoiden. Oder ja, also ich habe Parodontose. Oder ja, also ich habe seit ein paar Jahren irgendwie immer wieder so diese Schlafstörungen. Es gibt so Sachen, die erzählt man. Und dann kriegt man auch total das Mitgefühl, das ist auch alles Mögliche, ist dann auch so eine Sache von wow oder du Armer oder wie können wir dich unterstützen? Und es gibt aber auch Krankheiten, die sind nicht so schwerwiegend, wo dann aber im Ausgleich dafür so wenig drüber gesprochen wird, dass wenn man es dann hat, man gefühlt so komplett alleine dasteht. Und dann ist man so in einer Situation, wo man dann natürlich anfängt zu googeln. Man guckt, weil man irgendwie wissen möchte, was ist das, was macht das, was muss ich jetzt beachten. Und dann ist es so oft so, dass dann bei Google irgendwelche total abscheulichen, grauenhaften, gruseligen Geschichten rauskommen, wo man wirklich sich dann in dem Moment mehr Angst macht, als notwendig wäre, als gesund wäre, als gut wäre. Und ja, also wie ich da drauf gekommen bin, ist, ich war jetzt beim Zahnarzt und ja, die Geschichte, die lief nicht so gut für mich. Also die lief wirklich nicht gut für mich. Und ja, aber erzähle ich euch dann nach einem anderen Video. Da kann ich euch wirklich dann eine Menge darüber. Das ist ein eigenes Video wert, fällt mir gerade so auf. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde es schade, dass wir schlimme Krankheiten oder sagen wir es mal, einschneidende Krankheiten teilt man viel schneller, als wenn man einfach nur mal was ganz Leichtes hat oder was nicht tödlich ist, nicht schwerwiegend, sondern was einfach nur ein bisschen, zum Beispiel, diese Aufmerksamkeit braucht, was ein bisschen, wenn man es dann danach hat, ein bisschen, ja, Tipps auch brauchen könnte. Also wo man einfach auch mal so ein Austausch wirklich helfen würde. Aber oft ist es so, wenn man das machen möchte oder wenn man da was braucht, muss man erst selbst die Ansprache halten. Übrigens, ich habe dann das und das und ja und. Und zum Beispiel also Corona, da wurde ja. Da sind Dokumentationen entstanden, da sind Berichte entstanden, da stand gefühlt die Medienwelt still dafür. Aber ich habe jetzt noch nie jemanden, ich habe noch nie ZDF extra Hämorrhoiden, was hilft nicht oder sowas gesehen. Ja, es sind peinliche Geschichten teilweise. Ja, es ist unangenehm, darüber zu sprechen. Ja, man möchte das nicht, dass es jeder weiß. Ich meine, ist nicht so, dass es so eine Geschichte ist von wow, ist das geil, oh Milo, sondern es ist wirklich so teilweise auch mit Scham behaftet. Aber ich fände es besser, wenn wir da so einen gewissen, einfach so einen gewissen Blick drauf legen könnten, damit wir nicht immer dieses Totschweigen haben. Es gibt auch Krankheiten, die verbreiteter sind, die auch zum Teil totgeschwiegen werden, Fehlgeburten, stille Geburten,
Viele reden nicht über Endometriose. Das ist ja schon vor ein paar Jahren ist überhaupt aufgekommen, dass es das so, also das, was man darüber gesprochen hat, wirklich. Oder so Sachen wie, ja, es ist ja auch so, es fängt ja schon bei Sachen an, wo nicht mal Krankheit sind, sondern die zum Beispiel also einfach nur schon, also nur Symptome sind. Wie zum Beispiel, also ich habe zurzeit oft Kopfweh. Was aber ehrlich gesagt, ich weiß, wo es herkommt, aber jetzt mal rein theoretisch ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, wo ich dann irgendwie so meinen Austausch drüber über Kopfschmerzen habe, weil man oft nicht weiß, was andere Leute auch für Geschichten haben. Es ist einfach so dieses, jemand hat was, er geht zum Arzt, er kümmert sich drum, manche kümmern sich nicht drum. Und dann kommt aber dieser Zeitpunkt, wo er dann einfach, ja, wo er es dann für sich so damit lebt oder das einfach für sich so ein Thema ist. Aber nicht diesen Au aber dann fehlt da dieser Austausch, also mir fehlt der. Es ist auch oft, also es gibt auch viele schwerere Krankheiten, unheilbare Krankheiten, wo tatsächlich nicht so viel drüber gesprochen wird. Ich meine, es gibt jetzt, das habe ich auch erst seit ein paar Wochen, weiß ich es. Es gibt drei Arten von Autismus: den frühkindlichen, den Asperger und den atypischen. Woher soll man sowas wissen? Woher soll man, warum, woher soll man es denn davon Ahnung haben? Man kann das ja nicht, man hat ja oft nicht diese Möglichkeit, da irgendwas zu suchen. Weil man oft braucht man erst selbst eine Diagnose, um überhaupt zu wissen, dass es Krankheitsbilder gibt. Und da finde ich es dann schade, dass nicht Leute, zum Beispiel, wenn sie eine Diagnose kriegen, mit anderen drüber sprechen, damit einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf Krankheiten gelenkt wird. Damit Leute zum Beispiel mehr darauf achten können. Sowas wie am Tisch einfach mal, also man, ab einem gewissen Alter ist an einem Kaffeekuchentisch sowieso nur noch das Thema Krankheiten. Also sorry, da reden alle über Krankheiten, aber nur über die großen Geschichten, aber nicht über so. Oder sowas wie, ich habe grauen Star und sowas, das ist ja auch so. Und ich habe da die OP gehabt und es war so und so. Aber einfach mal zum Beispiel, wenn jemand, jetzt mal, ich überlege gerade, was ist eine, also jetzt nur als Beispielbild, du hast einen angeknacksten Finger und geh dann einfach mal an der Tischrunde erzählen, so, ja, ich habe dann mir den Finger verknackst und ich habe es dann daran gemerkt, dass das und das und das und das war. Und das und das und das hat so und so sich angefühlt. Und dann sitzt vielleicht irgendeiner am Tisch, der dann sagt, oh, das habe ich auch. Vielleicht sollte ich mal damit zum Arzt gehen. Und damit könnten wir viele, viele Krankheiten vielleicht, die schwerwiegend sind, die aber im Anfangsstadium noch wären, gewesen wären, wenn wir mehr darüber sprechen würden, viel früher erkennen. Und dadurch könnten wir dann viel früher auch für eine, ja, für eine Art von Behandlungen schaffen. Wir könnten den Menschen vielleicht in unserem Umfeld mehr helfen. Also ich zum Beispielsweise, sieht glaube ich richtig aus, ach egal. Ich zum Beispiel, ich ich rede hier im Internet über meine Krankheiten einfach um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Wenn ich irgendeine Diagnose bekomme, wenn ich irgendwas habe, ich erzähle euch fast alles über solche Sachen. Das Thema Trauma klammere ich aus. Ich gebe es ganz ehrlich zu, das Thema klammere ich aus, weil das ist mir zum Beispiel ein bisschen zu persönlich. Und es ist ja nicht so, dass man über alle Krankheitsbilder reden muss. Aber einfach ein bisschen mehr darüber zu reden, würde helfen. Ja. Das war eigentlich alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.